Hallo, Servus und moin, moin, liebe Leute. Ja, willkommen zurück zu SnowRunner und wir sind ja wieder, sage ich mal, in Michigan und dass wir uns hier in dem Scout, in dem Burlack befinden, hat schon seinen Grund. Ich hatte ja schon letztes Mal gesagt, wir wollen hier die restlichen Maps auch so langsam aufdecken, gucken, was wir hier an zusätzlichen Add-ons und Updates für die Fahrzeuge erhalten, ziehen noch ein paar andere Fahrzeuge mit in unsere Garage und deswegen nehmen wir zur Zeit so ein bisschen die älteren Maps auch mit rein. So, das heißt zu Anfang, wir werden hier erstmal den Wachturm erschließen, nicht erschießen, sondern wirklich nur erschließen und dann sehen wir mal weiter. Wir wollen halt so nach, ziehen wir hier durch. Sag doch mal was, Leute. Oder mehr hier den langen Weg. Ich weiß nicht, da haben wir wieder eine Brücke, ne? Da ist wieder eine Brücke. Aber wir könnten hier, ich würde sagen, wir fahren hier an der Farm entlang. Gucken, ob wir hier noch irgendwas Interessantes finden. Zumindest ein paar Aufträge. Dann hier. Das ist die Frage, Leute. Ist die Frage. Wir könnten hier entlang oder wir können oben entlang, ne? Da haben wir auch noch Aufträge. Da ist eine Holzstation und ein Pritschenauflieger. Ja, und die Frage ist eh, ich glaube, wir müssen hier runter. Ziehen hier runter. Über die Brücke hier entlang. Ich will mir schon mal den Weg so weit markieren. Bis nach da. Und dann gucken wir, wie es weitergeht, Leute. So, ich denke, wir fahren los mit dem, ich setze ja voll auf den Burlack, Leute, deswegen können wir nochmal von innen kurz gucken. Der sieht ja schon fast modern aus, wenn wir das mit anderen Teilen hier, oh, können wir Radio? Haben wir Radio mit USB sogar. Mit USB, Leute. Und wir könnten die erste Zeit auch mal wieder so ein bisschen Kabine fahren. Auch wenn ich leider noch mit Controller fahren muss, weil das Knie ist noch nicht hundertprozentig wieder. Ich denke aber, dass wir da in ein paar Tagen die Möglichkeit haben, auch wieder ein paar schöne Spiele mit dem mit Pedale fahren zu können. Bassim wollte ich noch mal, obwohl ich da eventuell sogar mal die Trams ausprobieren wollte, aber dazu dann an anderer Stelle. Jetzt wollen wir uns erstmal hier um die Strecke kümmern. Und ich hatte ja letztens schon erzählt und ihr habt sicher auch schon gemerkt, dass ich so ein bisschen mit den Videos, na, ich will ja nicht sagen nachgelassen habe, aber zurückgeschaltet habe, dass jetzt momentan auf ein Video täglich statt zwei. Ein Grund dafür unter anderem ist auch die Qualität. Ich hatte vorher in 1080p aufgenommen, bin dann um den YouTube um den anderen YouTube-Codec zu bekommen, den VP9, und euch damit eine bessere Qualität bieten zu können. Komm, wir machen mal den Allrad an.
in 2K. Und somit habe ich jetzt natürlich auch den VP9 Codec und hier eine bessere Videoqualität. 4K denke ich erstmal nicht, denn alleine hierfür hätte für gestern, vor ein, zwei Tagen, ein bisschen Hunter Call of the Wild für euch gespielt, war da unterwegs und 45 Minuten Video, 40 GB, könnt ihr euch vorstellen, dementsprechend länger dauert natürlich auch der Upload und die Verarbeitung der Videos, bis die euch gezeigt werden können, in guter Qualität gezeigt werden können. Guck mal auf die Karte. Finden wir hier eventuell noch... Na, sieht nicht so aus, dass wir da was haben. Okay, fahren wir direkt weiter. Und die Zeit, die da in Anspruch genommen wird, hatte ich halt die Möglichkeit zu sagen, entweder mehr Videos oder eine bessere Qualität. Und ich habe mich jetzt erstmal entschieden für die bessere Qualität. Dauert dementsprechend länger, wie gesagt, sowohl im Upload als auch in der Verarbeitung. Und daher halt nur ein Video am Tag statt der üblichen zwei. So, ich hoffe, ihr könnt damit leben. Dementsprechend gibt es natürlich auch weniger entweder A, weniger Spiele oder von den Spielen seltener eine neue Folge. Ich habe es jetzt so gehandhabt, dass ich sage, jeden Tag von Montag bis Samstag je eine Folge zu einem Spiel. Letzte Woche gab es den SnowRunner sogar Montag und Freitag, also zweimal. Und alles andere dann jeweils einmal pro Woche. So. Dann wollen wir einmal hier kurz hin. Aber den, ach, den hatten wir schon freigeschaltet. Den hatten wir ja eh schon freigeschaltet, Leute. Das war ja jetzt nicht der, wo wir eigentlich hin wollten. So, denn hier haben wir noch ein ganzes Stück vor uns. Aber Leute, ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr dazu sagt. Sollen wir zurück auf 1080 und dafür mehr Videos oder... Denkt ihr euch auch, nee, lieber eine vernünftige, bessere YouTube-Qualität, Ruhe. Und dann nehmen wir halt auch in Kauf, dass da ein paar Videos weniger in der Woche sind. Bitte schaut euch das an. So habe ich mich gleich festgesetzt, ja. Siehste, fester Eimer, Cockpit. So, die Strecke ist nicht ganz, ganz einfach, aber... Komm, Leute, den haben wir uns ja jetzt auf der neuen Map geholt und dazu habe ich auch noch keine großen Updates. Das meiste ist as is und bin mir da gar nicht sicher, ob es dafür überhaupt noch Update-Teile auch freizuschalten gibt, wie neuen Motor, andere Federung und so. Aber mit dem kommen wir, glaube ich, hier in Michigan erstmal soweit klar. Einzige, was jetzt nicht passieren darf, denn da wollte ich Geld sparen. Ich habe mir keine autonome Winde geholt. Und das kann sich natürlich noch als Fehler herausstellen.
vielleicht zu schrappig, die 7.000 für auszugeben. Wenn wir uns also auf die Seite legen, dann liegen wir auf der Seite. Ich bedauere das jetzt schon, Leute. Bedauere das jetzt schon, muss ich dazu sagen. Ich glaube auch, bevor wir den nächsten Einsatz mit dem Wagen starten, werden wir uns auf jeden Fall die autonome Winde nochmal gönnen. Weil man weiß ja nie. So, jetzt sind wir nämlich genau an dem Punkt angelangt, wo wir eigentlich schauen wollten, wie es am günstigsten weitergeht. Und wir wissen es immer noch nicht. Entweder rechts oder links rum. Wobei links rum könnte natürlich sein, dass hier der Bohrplatz für uns Ende ist. Wir probieren es erstmal mit der rechten Seite hier. Wir müssen vielleicht zwischendurch noch mal die Map zur Hilfe nehmen. Um genau rauszufinden, wie es hier weitergeht. Gerade wenn wir irgendwo eine Abzweigung sehen sollten, Leute, dann werden wir nicht drum rumkommen, nochmal auf die Karte zu gucken. Ne? So, mit dem Kofferaufbau können wir uns zumindest im Notfall nochmal reparieren. So, lass uns mal schauen, was haben wir denn hier auf jeden Fall noch. Mal Frachtverwaltung, so Tiefladeanhänger, der schon beladen ist. Hier haben wir aber keinen Auftrag, den wir abholen können. Also lassen wir den erstmal stehen, auch wenn wir den jetzt mit unserem Wagen tatsächlich mitnehmen können. Ich habe diesmal nämlich dran gedacht, Leute, ich habe den die Möglichkeit hier dran gesetzt. Für die schweren Hänger, die könnten wir tatsächlich noch transportieren. Aber wie gesagt, ich wüsste nicht, wofür, wenn wir jetzt keinen Auftrag haben. Also lassen wir den erstmal stehen, für den Moment zumindest, bevor wir den komplett zum Arsch der Welt fahren und hinterher nicht mehr wegkriegen, ne? So, da geht's doch schon los. Da geht's doch schon los, Leute. So, wir sind hier. Ja, ich sehe den. Ich sehe den ja, aber Tiefladeanhänger, da haben wir momentan aber auch keinen Auftrag für. Warum das Ausrufzeichen? Warum das Ausrufzeichen, Leute? Die Frage, macht die wirklich so einen Bogen? Macht die so einen Bogen hier hoch?
Und wenn wir rechts rumfahren, wo kommen wir da raus? Na, rechts rum macht keinen Sinn, ne? Rechts rum macht gar keinen Sinn. Dann kämen wir ja nur wieder hier hinten hin. Ja. Alles nicht so einfach. Ich glaube, wir folgen dem größeren Weg hier. Wir könnten hier links, ne? Oh, Leute, eine Entscheidung nach der anderen. Nee, bringt auch nichts. Wir müssen hier der Straße nach. Den ganzen Bogen. Ja, wir werden den ganzen Bogen machen hier. Und dann wirklich in der Hoffnung, dass der uns. Dass der uns zum Turm führt. Das sind halt die ganzen kleinen Wege, da weiß man nie so genau, ist es eine Abkürzung oder ist es eine Falle, um uns aufs Glatteis zu führen. Und man kann es natürlich ausprobieren, aber dann sind wir ja ewig unterwegs, wenn wir jede mögliche Abzweigung nehmen. Ich gucke zwischendurch immer schon mal auf die Karte. Ob da irgendwas Interessantes zu sehen ist. Dass man dort, oh, da ist ja noch ein Hänger, da ist noch ein mögliches Fahrzeug oder ähnliches. Haben wir halt immer noch die Möglichkeit, noch uns. Und wir haben noch zusätzlich 100 Liter im Zusatztank hier durch den Aufbau, den wir haben. Aber der fährt schon gut hier durch, ne? Der zieht da schon richtig gut durch. Gleich werden wir ja erfahren, ob wir. Gleich werden wir erfahren, ob wir überhaupt weiterkommen. Nein, werden wir nicht. Denn genau das ist jetzt passiert, was ich befürchtet habe, Leute. Genau das ist passiert. Und ich sag noch, bevor wir beim nächsten Mal losfahren, da nehmen wir uns auf jeden Fall die autonome Winde mit. Und die fehlt uns jetzt, Leute. Die fehlt uns. Ja, aber easy as is, Leute. Wir werden uns. Wir kommen nicht drum rum, Leute. Wir müssen uns bergen. Wir individualisieren natürlich. Mit einer autonomen Geländewende. 10.000 fast weg, Leute. 10.000 wieder fast weg. Wir müssen also auch zusehen, dass wir ein paar Aufträge erledigen, die uns ein bisschen Kohle bringen. Schaut ihn euch nochmal an. Wie gesagt, mehr als eine halbe Stunde, ein bisschen drüber. Werden die Videos momentan nicht werden, eben aufgrund der Größe.
Wir versuchen es beim nächsten Mal dann mit der anderen Strecke, ne? Hier links rum und dann gucken, ob wir von da aus irgendwie da hinkommen. Oder eventuell so, wir hätten vielleicht direkt durchfahren können. Wir hätten eventuell direkt durchfahren können. Wollen wir noch versuchen, Leute? Komm, so ganz so lang ist der Weg ja eigentlich nicht, wenn wir bis dahin durchziehen. Wenn wir bis dahin durchziehen, dann müssten wir das eigentlich relativ fix schaffen. Wo ist die Schnellstraße? Ne, pass mal auf, das machen wir so. Wir ziehen hier entlang. Ich glaube, das wird nämlich schneller werden. Und von der Holzstation aus dann hier rüber. Durch den kleinen Wald. Und dahin. So. Zweiter Versuch, aber wir machen noch mal Tageslicht. Ist ja auch schon 18 Uhr fast, so 6 Uhr. Wir fahren los. Zweiter Versuch. Den Fail-Versuch, den nehme ich ganz klar auf meine Kappe, ohne die autonome autonome Windel, Leute. Wäre vielleicht auch noch eine Idee. Wir haben ein Baby bekommen. Haben Sie da ein paar Tipps für uns? Ja, ich kann Ihnen da die autonome Windel entfernen. Empfehlen. Okay. Also, wir machen es noch mal auf die Schnelle. Versuchen wir hier durchzukommen jetzt. Haben wir vielleicht noch mal 15 Minuten zusätzlich und das wird es dann auch sein. Dann wissen wir, ob wir es schaffen oder nicht. Ne? Also Allrad und gib ihm. Vielleicht sollte ich mich auch nicht zu sehr von den Bäumen entfernen, sodass wir im Notfall auch immer die Möglichkeit haben, uns wieder hier rauszuziehen. Hilfe zur Selbsthilfe, sage ich da nur. Hilfe zur Selbsthilfe. Was ja hier am Spiel noch fehlt, was die ganze Sache vielleicht noch ein bisschen authentischer machen würde, wäre wirklich, wenn die Wagen selbst so richtig durch den Dreck gezogen werden und schmutzig und, wisst ihr, dann in der Werkstatt hinterher wieder sauber gemacht. Aber das ist ja man jetzt jammern auf hohem Niveau, wollen wir ja nicht. Das Einzige, was ich noch hoffe, ist, dass ich jetzt mit
dem Gedanken richtig lag, dass der Turm auf gleicher Höhe ist. Ich fahre immer dahin, ich fahre irgendwie immer da, hier der Wachturm oder der nächste Aussichtsturm, der ist irgendwo oben auf dem Berg. Und wie gesagt, vielleicht lag ich damit tatsächlich komplett falsch. Ich habe mir jetzt für den Weg auch die andere Strecke ausgesucht. Wird vielleicht auch noch mal ganz interessant. Hat denn den Baum da hingestellt, verdammt. Wir stellten da einen Baum hin. Leute, das geht doch nicht. Wie kann man denn da einen Baum hinstellen? Also, Problem beseitigt. Andersrum, wenn wir uns hier auf die Seite legen, da sind wir genauso hilflos, ob mit oder ohne Wände, ne? Hier hast du ja wirklich kaum... Ja, dann enden wir so wie dieser hier. Komm schon. Oh, da ist so ein... Ist eh so ein kleiner Autofriedhof hier, ne? Da haben wir gleich den nächsten, den es hier in die ewigen Jagdgründe befördert hat. Bringt uns hier eigentlich der Lastengang was? Nö, gar nicht. Der bringt uns hier auch nicht weiter. Kommen wir nicht besser weg von. So, ich möchte mal vermeiden, hier in die Cockpit-Perspektive zu gehen, Leute. Aber ist ja eine schöne Spazierfahrt, die wir hier machen, ne? Entdecken Sie das Umland in einem rustikalen Fahrzeug. So, ich denke mal, wir müssten nah dran sein, oder? So langsam. So, da hinten. Mittendrin müsste er sein. Frage ist, wie kommen wir da am besten hin? Durch und hoffen das Beste.
Okay, Leute, jetzt haben wir es. Haben wir es? Komm. Nur noch ein kleines bisschen. Puh, Beobachtung starten, Leute. Wir haben neue Missionen. Hier die neue Mission über den Fluss. Hier das solide Fundament. Hier hatten wir den Tieflader. Hier ist ein Rampentieflader. Okay. Aber in dem Bereich zumindest gibt es keine Fahrzeugupdates. Heißt, beim nächsten Mal werden wir dann gucken, dass wir den Truck nach hier kriegen vielleicht und den glücklosen Angler hier beenden. Einmal rund um den Steinbruch könnte interessant werden. Ja, Leute, wir machen hier den üblichen Cut, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, dreh dich doch mal. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst gerne einen Kommentar, ein Like da. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn hier der SnowRunner durch die wilde Natur... Macht doch mal den Motor aus, Leute. Macht doch mal den Motor aus. So, ich sag... Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao und bleibt gesund.